In meinem ersten Jahr als Hochschuldozent hatte ich vor den Veranstaltungen richtige Panikattacken und musste mich übergeben, weil ich wusste, die nächsten 90 Minuten wären ein absoluter Spießrutenlauf in einem Becken mit 200 Piranhas, die mich einfach nur fertig machen wollen. Als ich damals meine Bestätigung bekommen habe, dass ich an einer Universität promovieren darf und dann auch Lehre halten darf, war das für mich einer der schönsten Momente meines Lebens. Als ich es meinem Opa erzählt habe, war es das wirklich einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass er geweint hat, weil für ihn war das unglaublich schön, dass sein erster Enkel überhaupt studiert hat und noch eine Promotion anstrebt, weil er selber das unter dem DDR-Regime nicht durfte. Und so kam ich an einem trüben Oktobermorgen an der Universität Greifswald an, hatte meinen ersten Arbeitstag und hatte genau 3 Tage Zeit, um mich auf meine erste Lehrveranstaltung vorzubereiten. Eine Übung mit 200 TeilnehmerInnen in dem schwersten Fach, was sie in dem Studium hatten. Damals war ich 24 Jahre alt und in dieser Veranstaltung saßen auch Masterstudierende, die teilweise doppelt so alt waren wie ich. Selbst die Hilfskräfte an meinem Lehrstuhl waren älter als ich und ich sah aus wie 20. Ich bereitete mich so gut es ging vor, hatte aber überhaupt keine Anhaltspunkte, wie ich das richtig machen sollte. Ich wurde ja nie ausgebildet, Lehrveranstaltungen zu halten, so ist das mit allen wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die an einer Hochschule oder Universität anfangen. Sie haben einfach keine Ausbildung dafür und werden einfach ins kalte Wasser geschubst. Gleich als erstes sollte ich vor 200 Leuten reden. Ich kannte weder die Technik, noch richtig die Inhalte, noch wusste ich, wie ich es vermitteln soll. Meine Hände haben absolut gezittert, ich hatte Schweißausdrücke, einen komplett roten Kopf. Und natürlich haben die Studis das auch gemerkt und dachten, hey, was setzen sie uns da heute wieder vor? Ich begann meine Veranstaltung mit zittriger Stimme und versuchte den Leuten etwas beizubringen. Dabei war ich aber so nervös, dass ich beim Vorrechnen natürlich 1 oder 2 Fehler gemacht habe. Ich habe 6 Aufgaben vorgerechnet und habe 2 Fehler gemacht. Der erste war noch okay, aber beim zweiten gab es eine absolute Rebellion und man hat gemeint, ich wäre total dumm und man musste mir nicht mehr zuhören. Und so war es auch immer lauter, dass ich am Ende trotz Mikrofon meine Stimme nicht mehr hören konnte. Und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie macht man jetzt Ordnung in so einem Saal. Und ich fing an, die Leute zu ermahnen und das funktioniert natürlich nicht. Und dann fängst du an, irgendwen rauszupicken, sagst du, hey, warum reden sie jetzt? Und dieses Rauspicken kommt natürlich überhaupt nicht gut an, dass so am Ende der Veranstaltung alle Leute gegen mich waren. In der nächsten Veranstaltung wurde es natürlich nicht besser. Gleich von Anfang an war es so laut, dass als ich die Veranstaltung begonnen habe, die Lautstärke gar nicht runterging, sondern konstant oben bleibt und ich musste meinen Unterricht durchziehen und vielleicht 3, 4 Leute haben zugehört. Und jedes Mal, wenn ich mich verrechnet habe, haben das natürlich alle Leute mitbekommen, weil ich ja so unglaublich nervös war. Und dann wussten die erst recht, dass ich vollkommen inkompetent war. Im Nachhinein war das ein unglaublich schlechter Einstieg. Erstens, ich war nicht dafür ausgebildet. Zweitens hat man mir gleich 200 Personen auf einmal gegeben. Und drittens war das ein Gebiet, in dem ich noch gar nicht eingearbeitet war. Leider passiert das immer und immer wieder an der Hochschule. Und das hat damit zu tun, dass an vielen Universitäten die Lehre einen ganz, ganz niedrigen Stellenwert hat. Im Grunde genommen sind Studierende an Hochschulen und Universitäten nur Beiwerk. Sie sind ein lästiges Übel, weil das Prestige, was Professoren und Professorinnen bekommen, vor allem dadurch generiert wird, dass sie Drittmittel einwerben, mit Unternehmen kooperieren und auf der anderen Seite sehr, sehr starke und tolle Publikationen veröffentlichen über Dinge, die sie geforscht haben. Dementsprechend kann man mit guter Lehre noch nicht mal einen Blumentopf gewinnen und alle meinten, fokussiere dich lieber auf die anderen Dinge, weil im Grunde genommen ist für deine Karriere es vollkommen Wumpe, wie gut die Lehre ist, die du selber veranstaltest. Selbst wenn jemand richtig schlechte Lehre macht, gibt es keine Konsequenzen dafür. Zwar wird man am Ende einer Veranstaltung evaluiert, aber diese Evaluationsergebnisse gehen vollkommen unter. Und selbst wenn jemand wie ich später Professor werden möchte, dann kann man immer noch eine Evaluation von 100 Stück raussuchen, die wirklich gut war, weil du dann irgendwie es geschafft hast, die einmal zu erreichen und der Rest fällt einfach hinten runter. Und so ging es dann Woche für Woche weiter. Ich ging zu meinen Lehrveranstaltungen, fühlte mich vorher schlecht, fühlte mich währenddessen schlecht und fühlte mich danach schlecht. Und ganz ehrlich, wenn dir jede Woche mehrfach 200 Menschen zeigen und signalisieren und auch verbal sagen, wie dumm du bist und dass du einfach nichts drauf hast, das nagt nicht nur an deinem Ego, das nagt an deinem Selbstwertgefühl. Und das nagt einfach an allem. Und mich hat das absolut fertig gemacht. Ich hatte das Gefühl, für nichts mehr gut genug zu sein und wollte wirklich meine Hochschulkarriere abbrechen. Und ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen überraschend, weil heutzutage sieht man nur meine Lehrpreise, meine Noten und alles drum und dran. Aber damals war das so ein krasses Problem, dass es mich körperlich und geistig absolut mitgenommen hat. Ich hatte Verdauungsprobleme, ich musste mich übergeben, ich hatte Schlafprobleme, Schweißausbrüche.
und manchmal sogar Heulkrämpfe. Und es war richtig, richtig schwierig. Und überleg mal, jede Woche mehrfach kriegst du einfach von 200 Leuten eine voll ins Gesicht. Du kommst rein in den Lehrsaal, die gucken dich an und denken, oh nee, der schon wieder. Das wird ja wieder so scheiße. Und am Ende des Tages hast du genau zwei Wahlmöglichkeiten. Erstens, hier rein, da raus, du hörst dir das an, entwickelst so ein dickes Fell und sagst einfach ganz ehrlich, ihr könnt mich mal, ich gebe euch richtig schlechte Noten und je lauter ihr seid, desto schwieriger wird eure Prüfung und du lachst die Leute noch aus. So entstehen gewisse Biografien und auch manche Professoren und ProfessorInnen sind so. Auf der anderen Seite kannst du aber sagen, hey, an wen liegt es denn? Ich kann das die Studierenden nicht verändern, aber sie geben mir ja ein Feedback. Das heißt, meine Lehre ist nicht so gut. Und hier habe ich gedacht, müsste ich ansetzen. Wie kann ich es schaffen, eine bessere Lehrkraft zu werden, damit ich den Studierenden endlich das geben kann, was sie brauchen und dadurch ich aber auch dieses positive Feedback bekomme, was ich für mich brauche, damit ich wieder mich gut fühlen kann. Und genau zu der Zeit kam eine Studie von einem australischen Bildungsforscher raus und der heißt John Hattie und er hat eine Meta-Analyse gemacht. Und eine Meta-Analyse untersucht alle bisher veröffentlichten Studien, versucht sie durch verschiedene Rechenmethoden zusammenzupacken und eine große Studie draus zu machen, um zu erkennen, was dazu führt, dass Schüler und Studierende besser performen und die bessere Leistungen zeigen können. Und das Spannende ist dabei, dass es ganz viele Punkte gibt, die mit der Lehrperson zusammenhängen. Und das war für mich ein Riesengeschenk. Hier steht es schwarz auf weiß, was ich machen muss, damit ich meine Lehre verbessern kann. In dieser Abbildung siehst du, was eine Lehrperson tun kann, um den Lernerfolg zu verbessern. Ein Wert nahe an der 1 heißt, dass es einen sehr, sehr hohen Einfluss hat und ein Wert um die 0 hat fast keinen Einfluss. Und das erfolgreichste Konzept ist Microteaching. Hier werden Studierende genommen und sie versuchen kurzzeitig einzelne Abschnitte selber zu unterrichten. Das ist oftmals in einem großen Kontext nicht so gut anwendbar. Aber ich habe mir überlegt, wie ich das in meine Veranstaltung integrieren kann. Und so habe ich Studierende aus dem letzten Jahr genommen, mit denen ich eine halbwegs gute Beziehung aufbauen konnte. Und ich habe sie gefragt, hey, könnt ihr in die nächste Veranstaltung, ins nächste Jahr mit reinkommen und am Anfang erklären, wie man bessere Noten bekommt. Weil ich als Dozent habe natürlich keine Autorität am Anfang, weil wir Dozierenden ja alle immer sagen, hey, das ist super wichtig und du musst den ganzen Tag lernen. Aber wenn das alle lernen, hat das überhaupt keine Bewandtnis mehr. So habe ich die paar Studierenden reingeholt, die haben ein Mikrofon bekommen und sie haben sich dann ausgetauscht und gesagt, was sie getan haben, um erfolgreich zu sein. Und das Tolle war, dass ganz viele, ohne dass ich es gesagt habe, gesagt haben, hey, der Daniel, der ist total nett und freundlich und wenn du zu ihm in die Veranstaltung und in die Sprechstunde kommst, er hilft dir weiter. Und das hat mir einen besseren Standing verpasst, sodass ich den Leuten besser helfen konnte und die gemerkt haben, hey, vielleicht gebe ich dem noch da vorne eine Chance, auch wenn er so jung aussieht, auch wenn er nervös ist, auch wenn er noch nicht alles perfekt kann. Aber vielleicht hat er ein gutes Herz. Was ich auch erkannt habe, dass Lernende es wirklich wertschätzen, wenn man verschiedene Methoden anwendet. Deswegen habe ich auch manche Sachen einfach vorgerechnet, andere habe ich einfach nur an die Tafel angeworfen und dann habe ich wieder die Leute selber rechnen lassen. Manchmal habe ich sie auch die wichtigsten Sachen abschreiben lassen. Und so war es so, dass alle 10 Minuten ein Methodenwechsel stattgefunden hat und in gewisser Weise Abwechslung dabei war, sodass sie nicht 90 Minuten am Stück nur mitschreiben mussten oder aber 90 Minuten nur zuhören mussten, weil das ist ja super anstrengend. Und eine Möglichkeit, das auf den Online-Bereich zu übertragen, ist der Sponsor des heutigen Videos und das ist iSpring Solution. Und die haben gerade ihre iSpring Suite 11 herausgebracht. Dies ist ein Autorentool, um Online-Kurse, Online-Quizze, Online-Abfragen selber zu erstellen, ohne eigene IT-Kenntnisse zu haben. Hierbei kannst du eine Integration in PowerPoint vornehmen, um es dir leichter zu machen, wirklich unterhaltsame und spannende Lehr- und Lernarrangements zu generieren, um deine Leute bei der Stange zu halten. Und das Spannende an der Suite ist, dass es ganz viele super Vorlagen gibt, die man sich nicht selber ausdenken muss, sondern sie einfach übernimmt, sie einzeln dann in das Fach überträgt und es ist einfach super spannend und ansprechend, wenn die Lehrfolien dann nicht mehr so standardmäßig nach PowerPoint aussehen, sondern auf einmal viel, viel attraktiver mit einer tollen Farbpalette dabei sind, verschiedenen
anderen Funktionen. Und das Spannende für mich daran ist, dass ich dann die Inhalte, die ich da erstellt habe, in die 150 größten Lernplattformen, die es auf der Welt gibt, einfach integrieren kann und da reinladen kann. Das heißt, ich brauche keine technischen Vorkenntnisse und kann das einfach so umsetzen. Und Anpassungen an das Corporate Design von einem Unternehmen oder an die Hochschule sind jederzeit möglich. Punkt 2 ist die Klarheit der Lehrperson. Das bedeutet, als Person sollte man klar wahrgenommen werden, dass das, was ich heute sage, morgen auch noch gilt und die Normen und Werte, die ich festlege für die Zusammenarbeit, auch vollkommen transparent sind. Und so habe ich am Anfang der Veranstaltung meine Normen angelegt. Die erste Regel war, es kann immer nur einer reden. Und das war mir unglaublich wichtig, damit den Leuten, die hier geholfen werden sollen, weil ja, wenn 80 Leute durchfallen, ja manche Leute wirklich zuhören wollen, dass die Leute, die was anderes zu tun haben, bitte rausgehen sollen. Weil das für mich unglaublich wichtig ist und ich den Menschen helfen möchte. Genauso habe ich es immer klar gemacht, dass wenn jemand was gefragt hat und die anderen Leute nicht zugehört haben, finde ich das auch richtig, richtig schlecht. Und ich möchte gern, dass das nicht stattfindet. Das zweite war, nobody is perfect. Ich habe klar gesagt, dass ich eine Lese-Rechtschreibschwäche habe, dass ich ganz am Anfang meiner Lehrkraftkarriere bin und ich nicht die beste Lehrkraft der Welt bin. Das bedeutet aber auch, dass jeder Fehler, den ihr hier macht, vollkommen okay ist. Man kann jeden Fehler hier machen und er wird nicht krumm genommen. Und genauso versuche ich natürlich auch, wenn ich selber Fehler mache, bei anderen Leuten nicht so kritisch zu sein und wohlwollend Klausuren zu korrigieren. Die dritte Norm, es gibt keine dummen Fragen. Jeder hat die Chance, hier genau seine Frage zu stellen. Und wenn jemand anders hier das als eine dumme Frage deklariert, hat er hier in meiner Veranstaltung nichts zu suchen, sondern er kann rausgehen und sich die Sachen selber erarbeiten. Jede Frage, die ich hier beantworte, kann es für mich so unglaublich wichtig, weil ich es dann wieder schaffe, eine Person näher zum Bestehen und zu einer guten Note zu bringen. Wenn beispielsweise ein paar Leute gequatscht haben, bin ich einfach hingegangen und so, hey, ich weiß, es gibt tolle Sachen, die man bereden kann und es ist wichtig, aber hier sind 5 Euro, geht doch runter, holt euch davon einen Kaffee und redet draußen weiter, damit ich hier Menschen wirklich helfen kann. Und verrückterweise, bei über 40 Mal, wo ich das gemacht habe, hat noch nie jemand das Geld genommen, sondern sie sind dabei geblieben und haben dann zugehört. Punkt 3 ist die Lehrer-Schüler-Beziehung. Und hier habe ich wirklich dran gearbeitet, indem ich eine Viertelstunde eher gekommen bin und immer eine Viertelstunde länger da geblieben bin und habe versucht, vorher mit den Leuten zu reden. Habe mich vorgestellt und habe gesagt, hey, ich bin neu hier, ich bin vielleicht nicht die beste Lehrkraft, aber ich würde alles dafür tun, um dir zu helfen. Hast du irgendwelche Fragen? Bist du gut angekommen? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Und dadurch, dass ich mit den Leuten vorher in Kontakt getreten bin, haben die auf einmal gemerkt, hey, ich als Student, als Studentin bin dem wichtig. Und vielleicht sollte ich ihm ein bisschen mehr zuhören und vielleicht sogar eine Chance geben. Das Nicht-Etikettieren von Lernen bedeutet, dass man den Leuten, die man für schwächer hält, es ihnen nicht zeigt, sondern ihnen genauso eine gleiche Chance gibt wie allen anderen. Dementsprechend habe ich versucht, alle wirklich gleich zu halten und zu sagen, so, wow, ihr seid eine tolle Klasse und ich glaube, ihr könnt viel besser abschneiden als eure Vorgänger und Vorgängerinnen. Die Qualität der Lehrperson aus Schülersicht habe ich versucht, dadurch zu verbessern, indem ich am Ende einer Veranstaltung immer gefragt habe, könnt ihr mal aufschreiben, was ist das Dümmste oder Verworrenste, was ich heute erzählt habe? Ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber dadurch kann ich beim nächsten Mal das nochmal erklären und euch das viel klarer machen. Und durch dieses Feedback, was ich über Jahre hin gemacht habe, habe ich irgendwann gemerkt, ey, das habe ich noch nicht gut erklärt und habe mich genau darauf fokussiert und konnte das für die Jahre danach immer besser und besser erklären, bis ich eine wirklich gute Lehrkraft geworden bin. Die Lehrerwartung habe ich auch durch meine Normen klar gemacht und habe ganz viele Altklausuren mit den Studierenden durchgegangen, damit sie genau wussten, was auf sie zukommt. Lehrerfort- und Weiterbildung sind auch super wichtig und deswegen habe ich mich da auch bei ganz vielen eingeklinkt und daran teilgenommen. Ich habe super viel gelernt und konnte all meine Fragen und Probleme, vor allem mit schwierigen Situationen und Veranstaltungen, damit jemand anderes diskutieren und konnte dann endlich verstehen, warum Studierende sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Denn ich kann es ja auch verstehen, man kommt an eine Hochschule, das Niveau ist ganz, ganz hoch und dann hat man eine Lehrperson, die sich mehrfach verrechnet. Und auch wenn es verglichen zu den ganzen Aufgaben, die ich dann vorstelle, ist es halt schwierig für den Studierenden, wenn man es auch noch falsch vorgerechnet bekommt, es dann hinterher selber richtig zu machen. Weil das findet man dann unfair und das habe ich auch verstanden und habe dann viel mehr Vorbereitungszeit darin investiert, auch die Sachen vorher vorzubereiten, durch andere Leute nachrechnen zu lassen, dass ich ja keine Fehler reinhaue, damit ich dann einfach selber selbstsicherer reingehen kann, aber auch den Studierenden ein besseres Erlebnis ermöglichen kann.
Und dieser Prozess war nicht einfach. Er hat 5 Jahre gedauert, bis ich dann so gut geworden bin, bis ich diverse Preise gewonnen habe. Und dann sogar so jemand wie Jörg Pilawa über mich gesagt hat, wer bei ihm studiert, hat Glück, denn er weiß, wie man alles lernen kann. Oder aber Thilo Tautz, ein Moderator von NDR, hat mich als einer der beliebtesten Dozenten Deutschlands bezeichnet. Und das alles war harte, harte Arbeit. Und wenn du da draußen bist und vielleicht überlegst, auch eine Lehrkraft zu werden, das wird nicht von heute auf morgen. Nur für mich persönlich war es ganz, ganz wichtig zu erkennen, ich habe es in der Hand. Es sind nicht die bösen Studierenden, es sind nicht die bösen Schüler und Schülerinnen. Nein, ich selber kann an mir arbeiten. Und je nachdem, was ich ausstrahle, das kommt auch wieder zurück. Und das habe ich ganz, ganz oft mitbekommen.